Wir sind schon drauf. Wir sind schon. Ja, wunderbar, guten Tag. Ja, jetzt bei mir der Christian, der Nächste mit Bart, zieht sich wieder durch. Ja, erzähl uns erstmal kurz, wer du bist, was du hier machst bei der SU. Ja, ich arbeite im Lager, das schon seit 10 Jahren. Also von daher alles bestens. der Chef muss mal gehen. Ja, genau. Also ich bin über ein Praktikum, 2011 bin ich hierher gekommen. Das ging dann auch recht fix, erst noch als Aushilfe, 2-3 Monate und dann gleich die Festanstellung. Ja. Und seitdem durchweg. Seitdem durchweg, cool. Genau. Und ja, also ich meine, wir haben ja, ne, wir hatten eben schon mal, hatte Ronny uns so eine Abbildung quasi von eurer neuen Packstraße gezeigt, die er mal gemacht hatte, so als Infografik und so. Wir haben immer mal wieder Teile vom Lager gesehen. Was ist denn so der normale Alltag? Wie sieht dein Arbeitstag aus, wenn du jetzt hier morgens ankommst, so ab Einstechen, sage ich mal? Ab Einstechen. Ja, also ganz normal, wie man sich das halt vorstellt. Ich logge mich ein, dann wird sich, also in der Regel ist es 8.30 Uhr, wo wir hier anfangen. Das ist, wir richten uns da mit den Arbeitszeiten ein bisschen nach der Postabholung. Deswegen sind das so komische Arbeitszeiten. In der Regel 8.30 Uhr fangen wir an, dann treffen wir uns am zentralen Punkt hier im Lager. Alle. Und dann wird halt besprochen, was zu tun ist. Montags dann für die ganze Woche. Also so eine grobe Planung. Klappt nicht immer, aber in der Regel schon. Ja. Wir sind da ein bisschen abhängig von, was kommt. Was haben wir jetzt übers Wochenende für Aktionen gemacht oder so. Ja, und dann wird halt quasi eingeteilt. Also ich bin hier im Lager für die Dinge zuständig, die so nebenbei gemacht werden müssen. Also das ist ja nicht bloß Versand und Wareneingang, sondern auch alle anderen, dass es läuft. Alle anderen Dinge, genau. Ja, und wie gesagt, dann wird halt eingeteilt, wer was zu machen hat. Und dann geht's los. Das heißt, ihr habt nicht so komplett fest aufgeteilt, der eine kommissioniert immer, der eine packt immer, sondern das wechselt. Nee, also hier bei uns im Lager ist es so, dass jeder alles kann. Also in der Regel ist es so. Also mit den Stammangestellten, die immer da sind. Ne, im Weihnachtsgeschäft ist es natürlich anders. Klar. Die Aushilfen, die werden mit den wichtigen Dingen angelernt, damit halt im Weihnachtsgeschäft die Masse gemacht werden kann. Ne. Aber ansonsten ist es halt so, das wird schon aufgeteilt, dass jeder mal was macht. Ja. Also das funktioniert auch super. Ja, okay. Ja, genau. Ja, und wir haben jetzt, wie gesagt, die Packstraße ist ja quasi das letzte Stück, das haben wir schon gesehen. Ja. Kannst du einfach mal für die, die es auch sich noch keine Vorstellung haben, so erzählen, wie ist so der Weg eines Spiels? Also sagen wir, der LKW kommt hier auf den Hof, sagen wir jetzt mal wirklich so ein Container, wenn ihr, einfach ein normaler LKW, wo jetzt nicht wirklich nur ein Spiel drauf ist, weil das wird ja oft einzeln behandelt, sondern wenn jetzt, es kommt ein Spiel rein und wie ist so der normale Lebenszyklus von einem Spiel, also sprich, dass es erstmal eingelagert wird und bis es dann bestellt wird. Was passiert mit dem Spiel bei euch sozusagen? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, es kommt entweder mit Lieferdiensten in einzelnen Paketen, die Ware, oder wie du schon sagtest, mit LKWs, wenn es jetzt viel ist. Dann wird es im Wareneingang vom Mitarbeiter eingebucht. Also es wird ausgepackt, eingebucht, im System verarbeitet und dann geht es erstmal auf einen Zwischenwagen. Ne, und sobald der Artikel dort verbucht ist, ist er quasi auch verfügbar. Also er kann auch schon direkt dort von dem Wagen kommissioniert werden. Mhm, ja. Das ist der Optimalfall. Ja, dass also, es direkt weggekauft wird quasi. Genau, ne, also wir sind ja auch so angelegt, dass die meisten Artikel erst bestellt werden, wenn sie verkauft sind. Also wir haben auch welche auf Lager, ist klar, gut gehende Spiele, die werden auch so eingekauft. Ja, dann wird es entweder dort wegkommissioniert, weil die Bestellung halt schon vorhanden ist für den Artikel. Oder er wird dann dementsprechend 1-2 Tage später oder vielleicht auch am selben Tag dann vom Wagen ins Regal umgelagert. Nun ist dann halt für die Kommissioniere verfügbar und verkaufbar im System. Genau. Ja. Also bei uns auf der Seite. Und dann dauert es quasi, bleibt es so lange im Lager, bis jemand bestellt. Genau, und dann wird es halt. Dann wird die Bestellung erzeugt dafür und dann wird der Kommissionierer das dann an der entsprechenden Stelle kommissionieren. Ja, und dann geht es halt quasi wieder raus. Dann geht es wieder raus.
wir haben jetzt, was ja gerade schon gesagt, es gibt ja quasi diese zwei verschiedenen Arten. Ihr könnt ja normale Ware, die so kommt, also in diesen normalen, ich sag mal, in Karton oder halt eben so ein ganzer Container. Was kommt denn so im Schnitt bei euch am Tag eigentlich rein? Also ich habe da gar keine Vorstellung, ist das ein LKW, sind das 10? Das ist unterschiedlich. Wie gesagt, zu Weihnachten ist es natürlich sehr viel. Klar, weil die Leute ja auch ihre Weihnachtsgeschenke kaufen, also Spiele kaufen oder Puzzle kaufen, dann ist es, kann das schon mal sein, dass wir, also im Schnitt am Tag, würde ich vielleicht mal sagen, normaler Wareneingang 20 bis 50 einzelne Kisten, also Pakete mit Lieferdiensten, ein, zwei Paletten, das ist Ware, ist so normal. Mhm. Also das haben wir auch täglich und es kann aber auch mal sein, dass, wie du schon sagtest, dass wir einen Container erwarten, wo dann quasi 20, 30 Paletten Ware kommen. Also es ist in letzter Zeit viel geworden, ist auch schön so. Ne? Also das so im Schnitt. Also es kann, wie gesagt, von ein, zwei Paletten bis zu 30 oder wenn der Robert wieder Sonderposten kauft, dann kann das auch schon mal 60 Paletten sein. Okay, ja. Krass. Ja, ja. Das mal, aber das ist dann vorher geplant, wir wissen dann Bescheid und dann müssen wir das halt auch so verarbeiten. Also dann wird der Platz vorher geschaffen dafür. Was macht man jetzt mit der Ware? Wird die gleich wieder verkauft? Geht sie gleich wieder raus? Dann haben wir bestimmte Plätze dafür oder muss sie wirklich eingelagert werden, weil es erst irgendwann verkauft werden muss, will, kann. Dann muss es ins Außenlager, also da müssen wir gucken, wie wir das dann bearbeiten. Aber so im Schnitt, ja. Ja, und jetzt, wir sind ja gestern auch nochmal, ich bin mit Robert gestern Abend nochmal durchs Lager und habe meine offene Bestellung quasi kommissioniert. Yeah. Und dann sieht man ja, also klar, der hat diese chaotische Lagerhaltung, die Regale. Das ist ja, denke ich, klar, wenn da Platz ist, wird ein neues Spiel reingestellt. Aber dann habt ihr ja natürlich auch eben teilweise Paletten oder so. Müsst ihr Ware, die einmal da ist, auch nochmal bewegen? Oder ist das so, wenn die Ware einmal da ist, dann hat die ihren festen Platz und wird eigentlich, der Platz wird erst frei, wenn die Ware abverkauft ist? Oder ist das flexibler? Das ist flexibel. Also wie gesagt, je nachdem, was für Ware wir erwarten, tun wir das dann halt buchen und dann dorthin bringen, wo es für uns Sinn macht. Ne? Wenn das jetzt ein neuer Artikel ist von irgendeinem Verlag, wo wir jetzt schon wissen, okay, da haben wir jetzt schon 200 Stück verkauft, dann haben wir sogenannte Schnelldreherplätze, dann wird es dahin umgelagert auf diesen festen Platz und dann wird das dort erstmal abkommissioniert, also bis dann wirklich nur noch zwei, drei Kisten vielleicht von der ganzen Palette übrig sind und die werden dann halt ins Regal gelagert. Ja. Also so ist der Optimalfall. Man muss vorher wissen, ist es jetzt, geht es gleich wieder raus oder geht es nicht raus. Genau, aber ansonsten einzelne Artikel, jetzt normale Lieferungen aus zwei, drei Paketen, die werden dann halt direkt ins Regal eingelagert. Ins Handregal nennt man das. Handregal. Genau. Okay. Genau. Hier war die Frage, wie bekommt ihr die Bestellungen übermittelt ins Lager? Also das geht über einen Kundenservice, die werden hier oben bearbeitet, also die werden ja aufgenommen. Und wenn die Ware dann halt verfügbar ist, dann sieht man das im System, dass die quasi raus kann. Dann wird es auf gedruckt gesetzt. Also sie wird dann gedruckt. Also ihr kriegt einen Zettel oder läuft genau, das über genau. die... Genau, genau. Wir haben im Lager einen großen Drucker. Der kann in der Minute, weiß ich nicht, 500 Bestellungen ausdrucken. Und dann geht das los. Also die Bestellung kommt direkt bei uns in Papierform unten im Lagerdrucker an. Das heißt, derjenige, der kommissioniert, hat dann quasi den Zettel, scannt den ab, dann weiß das System die Bestellung und dann... Genau, und dann weiß das System, wo der Artikel dafür ist. Also diese Bestellzettel, die haben oben so einen Barcode, wo man dann mit einem PDA das anscannen kann. Und dann wird das auf dem Wagen quasi eingescannt und dann geht's los. Ja. So läuft's. Hier ist auch noch eine Frage. Einmal, wie kommt es, dass eine Bestellung sehr lange dauert, bis es versendet wird, speziell die Miepel-Wundertüte? Also es gab ja, glaube ich, so Spielmaterial. Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, okay, die dauern einfach grundsätzlich länger, die Bestellung, oder ist das dann mehr so, das liegt eher am System, weil ich denke, bei euch im Lager, was kommt, wird weggemacht sozusagen. Genau, wird bearbeitet. Also weil den Willen haben wir dann auch dazu. Das wird ja vorher errechnet, wie viele Mitarbeiter sind am Tag im Lager. Und da wird das dann halt hochgerechnet, was können wir schaffen, was müssen wir schaffen, damit die Kunden auch glücklich sind. Ne? Die wollen ja ihre Ware, ist ja klar, ist ja auch verständlich. Ne? Und wie gesagt, also bei uns im Lager wird nichts aufgehoben. Also das geht... Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass der Artikel noch bei uns nicht im Lager angekommen ist
oder der Lieferant hatte einfach wahrscheinlich noch nicht geliefert. Daran kann es dann liegen. Also bei uns am Lager kann es nicht liegen. Okay. Dann war gerade die Frage, packt ihr ab und zu auch schon mal irgendwie Quatsch rein, irgendeine Nachricht oder ein anderes Spiel? Naja, also nicht, dass ich ich wüsste. Ich hatte mal eine Nachricht drin, aber das war, da stand dann einfach schöne Grüße an Malte. Das war aber nach der Messe, wo sowas persönlich. Aber ich glaube, sonst habe ich das auch noch nicht. Nee. Also normal nicht. Wenn, dann ist es gewollt, Promospiele oder jetzt zu einer bestimmten Zeit, dass wir da irgendwas mit rein, dann ist das aber vorher schon kommuniziert. Also nicht einfach so. Nein. Also mir ist kein Mitarbeiter bekannt, der da irgendwas reintut. Ich habe zwar schon noch gehört, dass wir aus Versehen mal was mitgeschickt haben. Ja, das, gut, aber das passiert ja. Halt, ja. Und dann noch die Frage, was macht ihr, wenn euch im Lager der Platz ausgeht? Passiert das überhaupt? Es ist manchmal eng, ja. Schön ausgedrückt. Ja, das kommt vor, aber das ist wir tun ja auch vorher planen. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass ein Container kommt, dann müssen wir natürlich umlagern, dass wir Platz schaffen. Aber zu Weihnachten oder jetzt so, wie ihr sagt, manchmal kommen ja auch 2-3 Container in der Woche, weil die Spiele einfach fertig sind und dann werden die halt auch angeliefert. Die können ja nicht sagen, nein, ihr könnt jetzt nicht kommen, ja, wir sind voll oder sowas. Dann wird das natürlich irgendwo erstmal reingepresst und wenn es dann wieder raus soll, dann tun wir das halt so, dass die Kommissionäre oder die das bearbeiten müssen, dann halt vernünftig abarbeiten können. Ja. Aber manchmal werden Paletten auch übereinander gestellt, ja. So eng ist es manchmal auch, ja. Dann ist hier die Frage, jemand schreibt, ich wünsche mir auch mal eine persönliche Nachricht in seinem Paket. Findet man auch schon mal eine vergessene Palette Spiele, also nach dem Motto, da war ja noch was? Eine vergessene Palette nicht, also vergessen tun wir eigentlich nichts hier im Lager. Es kann sein, dass es falsch, mal durch einen Fehler falsch gebucht wurde und dass die quasi auf einem Platz gebucht ist und steht aber komplett woanders. Das ist dann natürlich ein menschlicher Fehler. Ja. Also wir müssen dem System ja auch durch PDA-Befehle sagen, wo es hinkommt. Ja. Also wir haben auch schon Paletten gefunden, die ein Jahr lang nicht mehr auf dem Schirm waren. Und dann haben wir die gefunden und da hat sich der Robert gefreut und hat sie auf die Startseite gesetzt. Ja. Und dann war sie weg. Ja. Das ist doch schön. Dann ist hier die Frage, habt ihr für Spiele, Schmiede, Belohnungen eine eigene Packstraße? Nee, oder? Nein. Läuft alles über unsere 4-5 Packtische und da wird halt alles bearbeitet, was wir verschicken können müssen. Dann haben die verschiedenen Offensiven, also Würfeloffensive, Spieloffensive, Hobby, Puzzle oder wie es heißen, verschiedene Räumlichkeiten oder teilen die sich ein Lager? Also hier im Hauptlager ist es eingeteilt. Also wir sind ja auch zwei Ebenen. Oben ist Spiele, hauptsächlich nur Spiele und Palettenplätze. Mhm. Hauptsächlich nur mit Spiele, Brettspiele, Kartenspiele, alles, das ist hier oben. Und in der untersten Etage ist, wie gesagt, die Packstrecke, ist der Versand und Puzzle und Kreativ ist unten. Und Holzeisenbahn, der Shop wird unten abgearbeitet. Würfeloffensive klingt immer wie ein großer Shop. Aber Würfel sind halt nur klein, das ist halt nur eine 10 Quadratmeter Ecke. Da sind zwei große Regale und dann kleine Boxen und da sind die alle drin. Also das Würfeloffensive ist nicht viel Platz. Es sind viele Artikel, aber nicht auch viel nicht viel Lagerplatz. Platz. Die obligatorische Frage, die wir schon öfter gehört haben, muss man einen Bart tragen, um bei der Spieleroffensive zu arbeiten? man kann den Eindruck gewinnen, Es sind schon viele Bartträger tatsächlich. Ja, das hat sich so entwickelt. Ich weiß, wenn ich mich so recht erinnere, Ronny hat, glaube ich, damit angefangen. Also ihn kenne ich jetzt gar nicht so ohne Bart. Ja. Und bei mir hat sich das so entwickelt. Erst kurz, dann immer länger und jetzt wird er halt gestutzt sonst. Und dann die Frage, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, wie ist die Frauenquote bei euch? Im Lager wahrscheinlich nicht so hoch, von meinem Eindruck her. Na, nicht so hoch. Wir haben jetzt drei Frauen. Und also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir da jetzt unterbesetzt sind an Frauen. Von mir aus können wir auch gerne die Quote steigern. Also wir suchen ja auch hin und wieder neue Mitarbeiter oder Verstärkungen und so weiter. Da ist
Ist prinzipiell egal, vermutlich für euch, oder? Im Prinzip ist das vollkommen egal. Also wer die Arbeit machen will, kann, der ist bei uns willkommen. Genau. Ja, ist ja auch vernünftig. Ja. Genau. Nee, also wir gucken da nicht nach Geschlechtern. Ja. Werden Spiele reserviert, wenn nur ein Teil der Bestellung da ist? Also wenn ich jetzt 3 Spiele bestelle, aber 2 sind lieferbar, 1 nicht, wird das dann für mich irgendwie zurückgelegt oder nicht? Ja. Okay. Also das ist dann für die Bestellung reserviert. Mhm. Und wie gesagt, wenn der Kunde das halt im Kompletten haben will, dann ist das quasi reserviert. Okay. Genau, aber der Kunde hat natürlich auch die Möglichkeit, eine Teillieferung zu machen. Dann bekommt er erst das Spiel und den Rest, wenn es dann lieferbar ist. Ja, ja. Genau. Und dann die Frage, ich weiß nicht, ob du es weißt, wie viele Spiele habt ihr in eurem Lager? Ich weiß nicht, ob verschiedene Spiele gemeint sind oder wie viele Einzelartikel, weißt du irgendwas davon? Also ich bin einzelne Artikel in der Stückzahl sind, um die 500 bis 700.000. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, genau. Ja. Und unterschiedliche Artikel wird jetzt nochmal nachgefragt. Also ich meine mal gehört zu haben, also man redet ja auch nicht die ganze, für uns ist das ja normal. Ja, 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 klar, logisch. Aber ich glaube so um die 20.000, 25.000 unterschiedliche. Auch eine Hausnummer auf jeden genau. Fall. Ja, und dann hier die Frage, auch die nächste, bei Ronny konnten wir es schon verneinen, seid ihr auch alle Spiele begeistert? Also spielst du jetzt zum Beispiel selber und weißt du das von deinen Kollegen, Kolleginnen? Also das hat sich so entwickelt, muss ich mal sagen. Also 10 Jahre, die ich jetzt hier bin, ist ja auch eine lange Zeit. Am Anfang war das nicht so, nein. Aber das hat sich, ich finde, das kommt irgendwann, wenn man bei Spiele offensiver, außer bei Ronny, okay, hat eine andere Einstellung, dann kommt das irgendwann, dass man mal ausprobiert oder dass man halt auch hier in der Firma mal zusammensitzt, jetzt gerade nicht, Corona-bedingt, aber sonst haben wir auch Spieleabende und dann probiert man sich mal aus und dann merkt man einfach, dass es einen interessiert. Ja. Also ich spiele auch, ja. Aber jetzt mehr die leichte Kost, also ich bin jetzt kein Fan von solchen Endzeitspielen, wo man dann, weiß ich nicht, manchmal tagelang an einem Spiel sitzt. Nee, ich mag mehr Partyspiele. Ja, ja, aber auch das, also ich habe mir gerade gestern noch das Sag's mir geholt, das ist einfach witzig. Ja. Ja, genau. Okay, dann, ja gut, dann, ob wir Fotos aus dem Lager zeigen, also wir haben mal eine Videoführung gemacht und es wird sicherlich irgendwann auch mal wieder an die Möglichkeit geben, ins Lager zu schauen. Heute jetzt, wir wollen ja auch nicht, dass sich das andauernd wiederholt, deswegen machen wir das heute mal nicht. Hat schon mal wer ein Regal umgeschmissen und damit Reste-Rampenware produziert? Ich glaube, das geht nicht, oder? Nee, also die Regale sind schon so verbaut, dass das nicht passieren kann. Also die sind ja auch größtenteils immer voll. Also da muss schon jemand rohe Kräfte walten lassen, wenn er das will. Aber das ist noch nicht. Also nicht in meiner Zeit ist das noch nicht passiert. Es ist schon mal passiert, dass man mit einem Hubwagen quasi, wenn er hoch ist, mal in die Palette aus Versehen fährt. Das ist dann so die klassische Reste-Rampenware. Das ist genau, dann hat jemand aus Versehen ein Spiel eingedellt und dann ist das, wie gesagt. Ja. Ja gut, dann kommt jetzt die Frage, testet ihr auch mal das ein oder andere Spiel direkt vor Ort nach Feierabend? Das klang eben so, als würdet ihr das zu normalen Zeiten schon machen. Ne? Zu normalen Zeiten auf jeden Fall, genau. Ja. Wer sorgt denn dann immer für die Artikel der Reste-Rampe? Weil das, witzigerweise, die Reste-Rampe sind ja gar nicht nur kaputte, das sind ja auch viel Leihspiele. Ja. Aber im Endeffekt sind das wahrscheinlich ja auch Artikel, die schon kaputt bei euch ankommen, oder? Also der größte Teil ist ganz einfach, wenn die Lieferanten Pakete natürlich 3-mal, 5-mal, 10-mal in die Hand nehmen, ist klar, dass die unterwegs kaputt gehen. Ja. Und dann kommen die halt bei uns an. Es ist nicht immer offensichtlich, dass die innen beschädigt sind. Die Kisten sehen noch gut aus von außen und innen sind sie dann aber so miteinander verstoßen, dass die dann auch mal eine Delle haben oder wirklich mal eine kleine Ecke. Und wir haben halt den Anspruch, das können wir unseren Kunden so erstmal nicht verkaufen. Ist ja klar, wenn du im Shop irgendwas kaufst, erwartest du natürlich 1A Ware und da können wir es halt so nicht verkaufen. Und dann landet das. Ja, offensichtlich ein sehr hoher Anspruch, weil manchmal ist echt, wenn wir da die Kisten packen, dann ist so, da ist so, und dann sagt Robert, ja doch, guck mal da, da ist so ein ganz leicht eng. Aber da, für mir persönlich ist das egal, aber ich kann natürlich verstehen, es gibt da viele, die dann sagen, nee, das ist ja auch okay, sie haben ein makelloses Spiel bestellt, aber ich finde es immer wieder, also das ist schon ein sehr hoher Standard. Ja, das ist schon, aber wie gesagt, mich würde es auch nicht stören. Ja, aber... Ich meine, gut, aber wenn man für etwas Geld bezahlt, dann sollte es schon 1A sein. Ja, und so machen wir das halt...
nicht öffentlich wollte ich jetzt nicht sagen, wie sagt man, sagen wir wirklich, wenn wir Restaurantrampe machen, die sind halt angesetzt. Dann weiß man, genau. Dann war die Frage gerade, ach guck mal, die Leute wollten was aus dem Lager sehen, offensichtlich sehen sie gerade was aus dem Lager, das ist jetzt unten, oder? Genau, das ist unten mit gerade der Blick auf unsere Parkstraße. Genau, so ein Puzzle vorne. Genau, links haben wir Puzzle, das sind die Puzzlegänge. Und das sind jetzt diese sogenannten Handlager? Genau, das sind die Handlager. Man sieht, dass die chaotische Lagerhaltung, also da, wo Platz ist, können wir einlagern. Das heißt, beim Einlagern hat man dann genauso, kriegt man auch einen PDA, der einem sagt, wo es hinkommt? Nee. Also wir können das, wie gesagt, so geordnet, unten Puzzle, Holzeisenbahn. Genau, und dann geht man halt mit diesen Umlagerungswagen in die Gänge und dann wird das in die entsprechenden Regale eingelagert. Okay. Und dann war hier eben noch die Frage, was ist das Teuerste, was dir jemals kaputt gegangen ist bei der Arbeit? Das Teuerste? Das, also, wie gesagt, man kennt ja auch nicht immer die Preise bei der Menge von Artikeln. Also, kann ich so nicht sagen. Okay, ja. Aber jetzt nichts so außergewöhnlich, wo du sagst, oh, da erinnere ich mich noch dran, weil das war damals. Nee. Das ist so gut. Also das passiert, das passiert. Wie gesagt, beim Kommissionieren muss man das ja aus den Regalen wieder rausnehmen. Und man erwartet dann quasi nicht so ein schweres Spiel. Auf einmal ist es so schwer beim Rausnehmen, dass es aus der Hand rutscht. Das passiert schon mal, aber also nach preislich kann ich mich da jetzt. Okay. Da ist. So, jetzt wird nochmal die Packstraße gezeigt hier. Genau. Das ist jetzt so ein Packplatz, ne? Genau, quasi. Das rechte Hand ist ein normaler Packplatz. Ich glaube, das ist sogar live, oder? Ja, und da läuft gerade jemand rum. Ja, da läuft gerade jemand rum, weil da war nämlich die Kiste mit den Schnipseln, das war ja neu, ne? Diese genau, gestattet. Genau. Da hat Robert mir noch gestern gezeigt, dass ihr jetzt auch einen Absauger habt, dass dieser Staub davon abgesaugt wird. Genau, genau. Man sieht auch, dass wir quasi die Kartons, die wir im Wareneingang produzieren, die werden hier zwischengelagert und können direkt für den Versand mit genutzt werden. Ne? Das ist eine Sache der Nachhaltigkeit, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, dass wir die einfach auch mitnutzen. Das wird, also was ich höre von den Kunden, auch gut bewertet. Ja, so würden sie jetzt quasi in die Presse wandern. Ja. Wenn wir sie nicht nutzen würden und würden dann wieder von Firmen abgeholt. Aber so können wir sagen, wenn die stabil genug sind für unseren Versand, dann nutzen wir die mit. Ja, und die sind ja oft wirklich dick, wenn das dann Umkartons von sechs Spielen oder so waren. Genau, Also habe ich auch schon, wenn man größere Bestellungen hat, kriegt man vor allem diese Umkartons. Genau. Warum nicht? Also ich meine, ich schicke die dann oft auch, wenn ich irgendwo ein Spiel privat dann verkaufe, kommen die auch wieder da rein. Weil, meine Güte. Das ist ja auch eines der größten Kostenfaktoren bei uns hier im Lager. Kartonage. Ja. Das ist Dann eine Frage, die ich auch ganz interessant finde, da bin ich selber nämlich noch nicht drauf gekommen, auf die Frage, wie lange braucht ihr denn für eine Inventur? Also wir haben jetzt nicht wie andere Unternehmen einmal im Jahr eine große Inventur, wo man hier durchs ganze Lager, das können wir uns gar nicht leisten von der Zeit her, weil wie gesagt, wir haben ja jeden Tag Versand, der Kunde möchte am besten am gleichen Tag noch die Ware haben, deswegen läuft das bei uns so, das System schlägt uns täglich 2-3 Inventuren vor. Oder wie gesagt, wenn wir selber feststellen, die Ware ist nicht da, dann wird das Fach automatisch inventiert. Also, genau. Jetzt sind wir gerade kurz an der Schreddermaschine vorbeigegangen. Ja, das ist, glaube ich, der Eingang, ne, wo die LKWs ankommen. Genau, hier kommen die LKWs an. Da sieht man jetzt zum Beispiel die Ware, die letztens angekommen ist. Konnte das man heute auch, glaube ich, schon erwerben. Ja. Das sind, da oben sind die Poster von Ronny gewesen. Genau, die wir ausgewechselt haben. Ja, genau, da kommt jetzt links, das ist die Schreddermaschine. Das ist die, die produziert diese kleinen Schnipsel. Links, das kleine Gerät produziert die Matten. Also die Kartons werden flach gemacht und werden dann da durchgeschoben. Dann hat man diese Matten. Genau, und das hat Robert mir nämlich gestern gezeigt, dieser rote Balken ist damit, falls du da reingezogen wirst, dann machst du mit deinem Körper einen Stopp. Genau, die haben das schon so lang gemacht, dass kein Arm ist so lang, dass er reinkommt. Genau, diese rote Leiste ist da vorne dann dieser Not aus. Also das funktioniert nicht. Ja, cool. Ja, fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Genau, also Inventur macht ihr quasi dann so eher nebenher. Also nicht dieses Klassische, wie man das ja von vielen kennt. Ich habe jetzt 2 Tage Inventur. Nein, ich komme immer erst nachts nach Hause sozusagen. Nee. Dann, wie viele Retouren müsst ihr so im Monat bearbeiten? Weißt du das? Also das ist quasi nicht meine Aufgabe, aber ich sehe es ja, wenn die Post Pakete zurückbringt, Retouren. Ich finde, es hält sich in Grenzen. Also wenn wir am Tag
20 Kisten zurückkriegen von Kunden, dann ist das schon viel. Ja. Wie gesagt, Ausnahmen sind immer im Weihnachtsgeschäft, ist klar. Da wird halt auch einfach mehr bestellt. Da wird halt mehr bestellt, klar, ne? Da kommen ja auch mehr Retouren aus irgendwelchen Gründen, aber ansonsten hält sich das eigentlich in Grenzen. Ja, ja. Genau. Ja, Frank sagte auch, er hat irgendwie eine Prozentzahl eben mal gesagt, mit der er eigentlich zufrieden ist, weil da ging es um die Wundertüte, wie viel ja davon so zurückkommt. Hier war auch die Frage, wo steht die Wundertüte? Nirgendwo, wo ihr sie gerade hättet sehen können. Das ist wohl wahr. Die ist schön natürlich außer Sicht. Genau. So, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Was mich noch interessiert, einfach so persönlich, es ist ja sicher gerade zu den Stoßzeiten auch nicht unstressig, sag ich mal. So, ja, wenn wir jetzt mal, ich weiß nicht, so die Aktionen, ne, klar, Weihnachtsgeschäft ist wahrscheinlich immer noch das Krasseste, es ist, oder? Ist immer noch das Krasseste, bis auf die Ausnahme letztes Jahr Corona-bedingt. Im ersten Lockdown, das war noch krasser. Also, okay, da muss ich sagen, das hätte ich nicht erwartet. War gut für uns, klar, wir haben viel verkauft. Ne? Das ist immer gut für uns, wenn wir viel verkaufen. Ne? Aber ansonsten, die stressigste Zeit ist immer Weihnachtsgeschäft. Da ist auch die einzigste Zeit, also noch, wo wir Schichten fahren müssen, weil wir es sonst einfach nicht schaffen würden. Also normalerweise habt ihr quasi eine Schicht? Eine Schicht, genau, von 8.30 Uhr bis 17.20 Uhr. Das ist normal, es sei denn, es ist wirklich mal, dass wir samstags müssen, weil halt so viel da ist. Aber das sind eher die Ausnahmen. Oder nach so bescheuerten Events von uns dann... Genau, genau. Also ich weiß genau, was morgen wieder kommt. Ja, ja, das ist das gerade... Aber ist ja auch gut so, ne? Und... hast du für dich irgendwie was, wie du deine Stimmung oben hältst? Also, wenn du jetzt weißt, so, boah, Weihnachten, ne, krass, die nächsten zwei Wochen werden echt ätzend, andere können gemütliche Weihnachtsvorbereitung machen. Hast du irgendwie sowas, wo du sagst, das hält dich bei Laune, damit hältst du dir die Stimmung oben oder gehört einfach dazu? Das gehört einfach dazu. Also, klar, es ist manchmal sehr stressig, wo man einfach nur seine Arbeit macht. Also, man ist ja dann quasi wie im Flow. Ja, ja, genau. Ne? Ja. Man macht immer dasselbe, krass, zu solchen Zeiten. Aber wie gesagt, bei uns im Lager ist eigentlich meistens gute Laune. Da wird mal ein Witz gemacht oder was weiß ich. Ja. Oder, ja. Irgendetwas und dann funktioniert das auch wieder. Ja. Also Motivation ist schon... Ist da. Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich. Und es gibt tatsächlich, weil wir sind quasi auch schon am Ende. Ich habe noch eine Sache, das ist... eine Sache, die auch ein paar Kollegen von dir aus dem Lager machen und normalerweise, und zwar die fahren ja morgens zu einer unmöglichen Zeit zu einer Messe mit Matthias und bauen ja dann das Gerüst auf. Ja. Das habe ich ja dann mit denen 2019 das letzte Mal gemacht und es ist ja Geburtstag und deswegen hat sich das so als kleine Tradition etabliert, weil die Jungs ja immer so müde waren, habe ich euch ein Geschenk fürs Lager mitgebracht. Ey. Und zwar mit herzlichen Glückwunsch von mir quasi an euch, das darfst du dann mitnehmen für euch. Super. Also ich kenne einige, die das gerne trinken. Genau, ja, es war wichtig, dass es mit Zucker ist, das weiß ich noch. Auch wenn wir jetzt tatsächlich letztes Jahr leider ja keine Messe zusammen hatten, wollte ich dann zumindest so ein bisschen die Tradition bewahren. Das kannst du also mit runternehmen quasi super für euch und oder kaltstellen, wie auch immer. Ja. Ja, und ansonsten also sehr viel Dank auch aus dem Chat hier. Die Leute sind echt, fanden das auch, glaube ich, sehr interessant, mal so reinzugucken. Aber wir machen noch zwei, drei Minuten. Minuten machen wir noch, na, aber gerne. Dann, ja, das ist doch wunderbar. Was macht dir denn am meisten Spaß? Also dir jetzt, wo sagst du da, das macht dir wirklich am meisten Spaß am Tag so? Gibt's da was? Also mir macht die Arbeit allgemein Spaß. Also sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Ja, das ist ja schon mal prinzipiell schön. Genau, nee, was mir am meisten Spaß macht, ist ganz einfach, dass, wie schon am Anfang erwähnt, dass wir halt alles, jeder kann alles machen und das, was anfällt, muss halt gemacht werden. Und das ist halt die Vielfältigkeit, die du am Tag hast. Du musst halt mal kommissionieren oder mal umlagern oder es muss mal was vorbereitet werden. Also wie gesagt, es macht eigentlich alles Spaß. Ja. Ja. Also, wie gesagt, was nicht Spaß macht, ist frühst den Saugroboter sauber machen. Das macht jetzt zum Beispiel keinen Spaß. Muss aber auch gemacht werden. Ne? Habe ich gestern gelernt, was, 1,5 Kilo Staub oder was saugt er weg irgendwie? Am ja, kann er machen, wenn er sich nicht festfährt. Ja? Also er ist manchmal so ein bisschen zickig, dann klemmt er irgendwo zwischen einer Palette oder sowas. Ja, aber ja, wenn er durchfährt, dann ist das schon voll. Ist ja klar, wir haben viel Pappe, viel... Oh, okay, ja, okay. Stimme aus dem Hintergrund. Ja, also, ich meine, das ist auch ein schönes Schlusswort. Eigentlich macht dir, also die Arbeit macht dir Spaß. Ja. Es gibt ein paar Sachen, die sind natürlich wie bei jedem klar, Job, genau, die keinen machen. Also grundsätzlich auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Fand ich auch persönlich hat interessant. Hat mich auch gefreut, dass ich auch mal da sein durfte bei so einer Online-Messe. Auf der roten Couch. Auf der roten Couch, genau. Ja, und dann würde ich sagen, wir haben noch zwei Einspieler, wie ich gerade gehört habe. Und dann renne ich auch hoch, denn dann wird Sven uns wieder fertig machen. Also in dem Sinne, viel Spaß.